Das Robert-Koch-Institut argumentiert ja anders. Die sagen, diese 7-Tage-Inzidenz, das sei der früheste Indikator. Und es seien immer noch Millionen Menschen nicht geimpft. Ja, es ist früh und falsch. Das war bisher noch einigermaßen großzügig zu betrachten. Aber jetzt, bei der hohen Impfquote, auch wenn viele noch nicht geimpft sind, wobei man nicht vergessen darf, dass die Vulnerablen ja gerade geimpft sind und deswegen die Mortalität so weit runtergegangen ist. Also jetzt weiterhin festzuhalten an diesem Inzidenzwert, der alle Details weglässt, die wir auch wissen, das ist aus meiner Sicht schon inzwischen fast grob fahrlässig. Und wir haben ja gerade im Einspielfilm gehört, wie es den Geschäftsleuten damit geht. Also das ist nicht mehr der Steuerwert, den wir brauchen.